Zur Konzernverantwortungsinitiative möchte ich noch ergänzen, wenn die Kirchen moralische Bedenken haben bezüglich Konzernen und ihren Geschäftsgebaren, sollte sie so redlich sein und auf die Gesamthaft jährlichen 100 Millionen Steuergeldern der Firmen verzichten. Alles andere ist inkonsequent und ein bisschen heuchlerisch. Wie gesagt, die Kirche soll nur politisieren, wenn sie direkt betroffen ist. Zum Beispiel, wenn Christen bei Attentaten wie kürzlich in Frankreich geköpft werden. Oder im Konflikt Bergkarabach, wo muslimische Aserbaidschaner rund 120.000 Christen vertrieben haben. Da reicht dann ein Bericht im Kirchenbote noch nicht. Da soll via Bundesrat engagiert Einfluss genommen werden. Da sollen Menschenrechtsverletzungen angeprangert werden, aber nicht politische Diskussionen führen. Mir ist nicht egal, Leandra Golombert, mir ist es nicht egal, wie sich die Zahl der Kirchenmitglieder entwickelt. Ich will eine Verkündigung, die mit dem im Alltag mir praktisch hilft, die mir sagt, was richtig und was falsch aus biblischer Sicht ist. Sie soll gerade in Corona-Zeiten auch Hoffnung und Zuversicht verkünden. Hier drin ist das Beste und die aktuellste Botschaft, denn diese Botschaft ist relevant. Und in dieser Botschaft kann es ermöglichen, dass die Kirchen für die ganze Bevölkerung wieder relevant werden. Die Menschen realisieren, wenn sie den Gottesdienst versäumen, verpassen sie was. Das ist Zukunft. Für das möchte ich hier hinstehen. Und darum rufe ich den Kirchen zu, besinnen Sie sich auf dieses Fundament. Die EDU nimmt den Bericht der staatlich anerkannten Religionsgemeinschaft zur Kenntnis. Danke.